Ich erweitere das Ganze mal eben. Natürlich habe ich keine Schaufel, muss ich es halt so weggraben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 1, 2, 3. Ja, mit einer Schaufel ist es wirklich viel praktischer. 4. Und gleich muss ich auch nicht mehr so viel graben. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und logischerweise reicht mir jetzt nicht hier der Cobblestone. Sieht lustig aus. Darum werde ich mir hier noch welchen beschaffen müssen. Aber wieso denn nicht? Die ersten Folgen hier, ja, wie bereits gesagt, sind halt vielleicht jetzt nicht ganz so spannend. Aber deswegen baue ich jetzt ja hier gerade auch was, um zu versuchen, es wenigstens etwas interessant zu machen. So. Dumm. Hier habe ich dann die Schaufel. Und warte mal. Vielleicht hebe ich mir hier so eine Art Keller aus. Das ist jetzt ja auch mal eine Idee. Ich mache mir hier einfach so ein kleines Wüstenhäusle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt fange ich natürlich wieder mit drei Sachen gleichzeitig an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Ich hebe hier einfach ein bisschen mal eine Grube aus. Okay, das könnte jetzt aber auch langwierig werden. Ich möchte jetzt nicht allzu viele Folgen damit verschwenden, dass ich hier einfach auf Sand einkloppe. Ich mache mir einen kleinen Keller für so ein Wüstenhaus. Das kann ich dann später besuchen, wenn ich mein Baumhaus fertig habe und so. Boah, ich wollte schon so viele Sachen anfangen. Das war jetzt so sinnlos. Aber mindestens das Baumhaus und diese Kaktusfarm möchte ich fertig machen, diese Session. Sonst wäre das Ganze ja vollkommen blöd, wenn ich immer neue Sachen anfange. Aber für einen Minecraft-Let's Play, da musst du dir auch viel Zeit nehmen, um kreativ zu werden. Aber dann nimmst du dir halt mal einen Nachmittag frei und spielst eben Minecraft. Da unten haben wir Sandstein. Das heißt, es könnte da unten eine Höhle geben oder gleich mit Stein losgehen. Was ich ja eigentlich möchte, sobald ich hier Stein habe, mache ich auch an meiner Cobblestone-Fabrik. Oh, die könnte ich aber auch bauen. Mit meiner Kaktusfarm hier weiter. Geht's hier noch einmal tiefer. Und diese Musik ist so schön. Ich frage mich, wieso ich in Minecraft To The End denn immer darauf verzichtet habe, eine Playlist zu benutzen. Ihr könnt mir natürlich wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Let's Play haltet und ob ihr denkt, dass ich hier die Musik leiser machen soll. Nein. Ich habe nicht zwei. Und ob ihr denkt, dass ich, oder ob ich die Musik ganz ausmachen soll. Was will der denn hier? Nein. Böser Creeper. Naja, mir sind bisher noch keine bekannten Fälle von lieben Creepern zuteil geworden. Junge, das ohne Schwert. Aber ich kann es nicht riskieren, ins Inventar zu gehen und mir ein Schwert zu holen. Oh, sonst geht er nämlich hier gleich in die Luft. Wow. Bitte. Hui. Piss dich. Mensch. Oh nein, da unten kommt noch einer. Und zu zweit sind die ja richtig böse umgelegt. Natürlich hat er mir nichts gedroppt. So, schnell, schnell, schnell. Schwert. Den hier mache ich etwas intelligenter fertig. Oh, Glück gehabt. Nein! Oh. Naja, danke. Dadurch habe ich wenigstens Cobblestone gekriegt. Wow, und die ganze Arbeit hier macht hungrig. Und wie ich sehe, es wird Nacht.
die ganzen Monster kommen. Man hört's auch am M-Atmos-Mod. Dann gehe ich eben schlafen. Schön wär's. Ja. Dann mache ich mir eben nochmal eine eiserne Schaufel. Wenn schon keine eiserne Faust da ist, dann eben gleich eine Schaufel. Wow, ich schaufel es hier richtig im Takt zu der Musik weg. Okay, jetzt nicht mehr. So, da unten kommt auch schon der gute Stein. Wow, das sieht hier irgendwie aus wie so ein nettes Schachfeld. Sowas könnte ich mir auch hinbauen. So als Vorplatz. So eben ein Schachfeld. Aus Cobblestone und aus diesem Sandstein hier. So, erstmal den Sand weghauen. Dass ich dann nicht immer die Werkzeuge wechseln muss. Boah, das sieht schon hier richtig episch aus mit diesem Texture Pack. Ich kann es mir dann ja später auch mal mit anderen HD oder auch dem Default Texture Pack anschauen. Wie meine Welt dann denn so geworden ist. Ach ja, und jetzt geht's ja auch wirklich deutlich schneller. Und hier kommt die Risen-Musik. Boah, voll aufs Ohr. Naja. Muss ich mich selbst halt nachher sehr laut stellen. Risen ist ein sehr schönes Rollenspiel, geht sehr lange. Werde ich vielleicht auch mal let's playen. Von Piranha Bytes, der Nachfolger von Gothic 3. Gothic 4 war jetzt ja dann voll der Schrott, aber... Das steht auch auf meiner Let's Player-Liste eben, welche ihr auf meinem Kanal findet. Toll. Dup. Gleich habe ich es geschafft. Wie viel Kobbel habe ich denn? 27, ja, das wird wohl nicht reichen, schätze ich. Sand brauche ich für diese Fabrik dann eben auch massenweise nachher. Darauf muss der Kaktus dann eben wachsen. Gut, ich hebe jetzt noch diese Ebene aus und dann begebe ich mich auch wieder nach oben. Denn man muss ja auch vielseitig bleiben in Minecraft. Och, und hier kommt auch schon eine Erdeschicht, also von dem her... Boah, diese Musik ist echt nett. Ich benutze ja hier als Playlists Soundtracks ganz gerne. Von anderen Computerspielen, weil die Minecraft-Musik ist jetzt ja, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich optimal, so als Hintergrund für ein Let's Play, und ich möchte jetzt gerne schlafen. Guten Morgen. Uah, Kaffee. Oh, kein Kaffee. Schwarzpulver. Nom, 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 Schwarzpulver. Naja. Den tue ich schön wieder zurück. Und dann, oh, ich habe zwei Eier. Was wollte ich eigentlich machen? Ah ja, ich habe es jetzt ja fertig ausgehoben. Genau. Ich wette, ich werde des Hungers sterben hier. Als nächstes. Aber ich bin dann ja nah an meinem Bauplatz hier. Mein Spawn ist ja gleich da hinten und dann habe ich vollen Hunger, aber da müssen wir eine langfristige Lösung suchen, weil sonst kann ich ja nie mehr auf irgendwelche Abenteuerreisen hier gehen. Und das wäre ja voll kacke. Salopp gesagt. Mist. Gleich den ersten Stein hier gleich mal verfehlt. Wie toll. So. Noch eins weiter. Ja, genau, richtige Höhe. Diesmal reichen noch die Steine. Dum, dum. Oh ja. Ich benötige hier etwas Sand. Warte mal. Habe ich hier Sandstein? 61, nee, den möchte ich nicht verschwenden, um das hier als Boden zu machen. Ich glaube, ist auch gar nicht nötig. Auf jeden Fall setze ich jetzt hier alle zwei Blöcke. Einen Sandblock, wie ihr seht. Mann.
Natürlich habe ich es jetzt wieder mal mit den Maßen voll verhauen. Wieso habe ich auch eine gerade Zahl genommen? Das hätte ich ja wissen müssen. Ich tölpel, ich Hornochse. Naja. Es hat ja noch nie bei Anhieb danach geklappt. Also von dem her. Gut, endlich. Ein Songwechsel. Ich wollte gerade schon sagen, oh Mann, wann geht's hier endlich weiter? Und wieder etwas Ruhiges. Ich glaube, in der nächsten Aufnahme mache ich dann die Musik deutlich leiser. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Idee. Plopp. Dum, 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 dum. Ich habe ja auch keine zwei Bildschirme. Also ist das keine Option, dass ich es dann einfach während der Aufnahme verändern kann. Ohne dabei aufzuhören mit Aufnehmen. Und aus dem Vollbildmodus von Minecraft rausnehmen. Vollbildmodus deswegen, weil ich ja natürlich möchte, dass ihr Minecraft in der richtigen 16:9, nicht in einer 16:10 oder gar einer total anderen Auflösung bei meinem Let's Play erleben könnt. Ich hüpfe hier lustig rum. Hui. Mist. Vielleicht mache ich es doch wirklich richtig gleich mal. Boah, mit dem Shader-Mod sähe das hier jetzt ja auch richtig geil aus. Aber dann würde bei mir Minecraft, dann gäbe es eben den Fehler von Optifine bei mir. Und dann würde Minecraft noch extremer laggen. Ja, wobei, hier leckt es ja gerade eigentlich fast gar nicht. Da bin ich sehr zufrieden. Haben sich die 600 Euro für Bildschirm inklusive Computer inklusive neuer Grafikkarte gelohnt? So. So, mehr Sand. Ich dachte schon, ich hätte hier keinen. Aber Sand habe ich da ja zuhauf abgebaut. Geschafft.